Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Ab heute, Stand heute, Sonntag, werden wir uns jeden Tag einen Song von dem neuen Elif-Album Endlich tut es wieder weh anhören. Und ich freue mich richtig drauf. Wir werden jetzt, glaube ich, anderthalb Wochen ungefähr, auf jeden Fall eine Woche Zeit haben, uns jeden Tag einen Song anzuhören. Ich bin super, super, super gespannt und bin mega happy. Ich war auf ihrer Release-Party am Donnerstag. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden das auf jeden Fall gesehen haben. Super viele nette Leute kennengelernt, getroffen, gequatscht und natürlich auch sehr, sehr viel mit Elif geredet. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier reinhören dürfen. Es kommen die Tage noch coole Bilder online. Elif und ich haben das ein oder andere coole Bild auch noch geshootet. Die sind aber noch am entwickeln quasi, ja. Die kommen noch online. Freut euch drauf. Ansonsten hören wir jetzt rein. Ich bin super gespannt. Ich muss dazu sagen, diesen Song habe ich schon einmal leider in Anführungsstrichen gehört, weil Elif den um 0 Uhr zum Album-Release auf ihrer Release-Party einmal live gesungen hat. Und ich habe den noch ganz grob im Kopf. Ich hatte zum selben Zeitpunkt aber auch schon den ein oder anderen Wodka-Soda im Kopf, weil Eugen mir da ein paar angedreht hat. Aber ich habe auf jeden Fall den Song noch mitbekommen und wir haben alle ein bisschen gefeiert, deswegen habe ich den nicht mehr ganz, ganz im Kopf, ja. Ich freue mich aber drauf, jetzt reinzuhören. Wir werden jeden anderen Song zusammen anhören und ja, ich freue mich, ich bin gespannt. Danke, dass ihr am Start seid, Leute. Und es war so schön. Ich habe das ganze Team von Elif endlich mal kennengelernt. Ein paar Leute kannte ich schon, aber es war so schön, mit denen allen zu quatschen. Super, super viele andere Leute auch noch gesehen am Donnerstag, die ich alle direkt in mein Herz eingeschlossen habe. Und an dieser Stelle auch ganz wichtig, ganz liebe Grüße an Toni. Toni, so eine süße Maus gewesen. Hat mich sehr gefreut, auch dich kennenzulernen. Deswegen, ja, würde ich sagen, hören wir rein. Ich freue mich drauf. Let's go. Oh krass, den Anfang habe ich gar nicht mitbekommen. Als es live gespielt wurde, aber war auch sehr laut alles da. Boah. Boah, ich habe Gänsehaut gerade. Holy shit. Boah, das muss ich mir nochmal auf einer dicken Anlage anhören. Holy shit. Ich will immer mehr, Tasche voll, doch Blick ist leer. Dass ich zur Ruhe komme, schon ein bisschen her. Hätte ich gewusst, was alles kommt, hätte ich's vielleicht niemals gemacht. Wenn ihr schlaft, bin ich wach. Und wenn ihr wach seid, bin ich wach. Boah, ey, holy shit, das beschreibt Elif Hasan aber wirklich. Ich kenne, glaube ich, niemanden. Gut, Ju auch, Ju. Okay, Ju und Elif sind die beiden Menschen, die ich kenne, die so viel arbeiten wie es eigentlich unmöglich ist, sage ich, wie es ist. Alles hellal und ihr denkt nur haram. Schlaf, bin ich wach und wenn ihr wach seid, bin ich wach. Sag alles hellal und ihr denkt nur haram. Von mir aus liebt mich oder hasst mich, ist mir so egal. Trage meine Uniform und sie ist für immer schwarz. Dachte, dass es hell wird, aber es bleibt mir danach. Ja, boah, holy shit, was ein Intro-Song. Erstmal mit allen Ansagen, so aufräumen, Statement setzen. Ich liebe den Vergleich zum vorherigen Album mit ich sag alles ist hellal und ihr denkt nur haram. Ihr dachtet, es wird hell, aber es ist immer noch Mitternacht so. Und sie ist für immer schwarz, dachte, dass es hell wird, aber es bleibt Mitternacht. Ja, jedes Klischee ist wahr, aber auch gelogen. Ich mach das hier jeden Tag mit dem Blick nach oben. Boah, was ist das für ein geiler Flow? Dazu noch dieses Ha im Hintergrund, was den Song eingeleitet hat. Der Aufbau von diesem Song ist wunderschön. Ist wahr, aber auch gelogen. Ich mach das hier jeden Tag mit dem Blick nach oben. Mama hat zu mir gesagt, du bist schon so weit gekommen, musst nur weitergehen. Endlich tut es wieder weh. Boah, das ist so stark. Doch schau ihr mitten ins Gesicht. Ich sag's, wie es ist, dieser Song hätte ein Musikvideo verdient und gebraucht. Wie stark ist dieser Song jetzt schon? Boah, ich kann mich nur noch an dieses Endlich tut es wieder weh erinnern. Den ganzen anderen, natürlich habe ich, auf den Text habe ich nicht geachtet, als ich leicht angeschunkert mit 200 anderen Leuten im Raum diesen Song gehört habe. Es nicht ist, doch schau ihr mitten ins Gesicht. Ich hab mich viel zu lang vermisst. Mein Traum bleibt mich wieder wach. Bis zum allerletzten Tag. Stark. Keine Angst, den Spaß vergeht. Endlich tut es wieder weh. Sieh die Lichter meiner Stadt. Ich finde das so stark vom Sound her, seid ehrlich. Oder habe ich gerade zu sehr einfach meine Elif-Brille auf? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil den Song finde ich deutlich stärker als auch andere Sachen von ihr, die jetzt rausgekommen sind. Weil der für mich einfach komplett diesen Elif-Vibe und auch Endlich tut es wieder weh. Es ergibt so Sinn, dass dieser Song auch der Titelsong vom Album ist, finde ich. Holy shit, ist ja gut. Mein Traum hält mich wieder wahr.
tut es wieder weh. 22 mit Bomberjacke in Berlin. Woher kommt die Energie? Will ich bleiben oder fliehen? So viel Liebeslieder geschrieben, aber war noch nie verliebt. Oh. Wenn ich auf die Fresse fall, fühlt es sich an, als ob ich fliege. Bin ne Gewinnerin, okay. Ich hab keinen Plan, aber einen siebten Sinn, okay. Junge, wie vielseitig auch dieser Song ist, wisst ihr, als es kommt. Es ist nicht einfach nur so ein normales Schema F, was hier angewandt wurde. Es sind so viele Details, dass es auch bei Elif dieses Ding ist. Sie ist so übel detailverliebt, perfektionistisch auch. Und hat überall so. Es, man merkt einfach, dass es jetzt einfach nicht so dieser schnelle Ding, ah ja, hört sich gut an, machen wir so, sondern da ist so viel Details sind da drin. Ja, mach was ich will, wenn ich es will, denn irgendwie krieg ich es immer hin. Nach jedem Tiefpunkt fängt etwas Neues an, bin in deiner Siedlung an, jeder Häuser an. Alle Tränen trocknen mit der Zeit, ja, die Vergangenheit holt mich nicht mehr ein, ja. Weißt, was sie weiß, was nicht ist, doch schau ihr mitten ins Gesicht, ich hab mich viel zu lang vermisst. Boah, wie sie auch sagt, ich hab mich viel zu lang vermisst. So eine starke Zeile, Junge. Ich hab mich so in diesen Song gerade verliebt. WTF, das ist für mich wirklich aus meiner persönlicher Sicht auch mein liebster Elif-Song seit vom ganzen Album, was wir gehört haben bis jetzt, würde ich sogar fast sagen. Ich würde sogar so weit gehen. Wirklich. Ich hab mich viel zu lang vermisst. Seh die Lichter meiner Stadt. Also wirklich diese Vocals in diesen Beat reinzupacken, war die schlauste Idee, die irgendein Mensch seit langer Zeit hatte, sagt. Crazy gut. Rio und Kyrie, Junge. Also wirklich, die beiden kann man auch, glaube ich, einsperren in den Raum und sie machen dir die Beats des nächsten Jahrhunderts fertig, einfach, wenn du sie nicht wieder rauslässt. Holy shit. Wow. 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 Einfach wow, Junge. Holy shit. Was für ein starker Song, was für ein geisteskrank starker Song. Ich hatte im Kopf die ganze Zeit so mir vorgestellt, wie ein Musikvideo dazu aussehen würde und es wäre auch, in meinem Kopf war es auch geisteskrank, ja. Also, ihr habt es leider nicht gesehen, aber in meinem Kopf sah es gut aus. Boah, wirklich einer der stärksten Elif-Songs von, also auf jeden Fall der stärkste von den Singles bis jetzt, die wir auch gehört haben. Aber ich würde auch sogar gehen in meinen Top 3 Elif-Songs of all time irgendwie. Also wirklich, wirklich, wirklich so stark vom ersten Empfinden jetzt. Ich hatte nur noch diese Hook im Kopf, weil ich stand auch leider relativ weit hinten und habe nicht so viel mitbekommen, als ich es live gehört habe. Und der hat auch nicht den ganzen Song gespielt, glaube ich. So oder so, jetzt wo ich den Text gehört habe, mit guten Kopfhörern alles absorbieren konnte hier von der Kunst, ja. Boah, blown away, wirklich so ein starker Song. Bitte, 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 Leute, zeigt es den Leuten, die Elif nicht so auf dem Schirm haben. Oder die sagen, ja, Elif, du meinst diese Sängerin? Ja, mag ich nicht, so ist nicht so, aber ich kann ja nichts. Zeigt ihnen diesen Song, schickt ihn rum, bitte, bitte. Das ist doch so gut, Junge, holy shit, was ein geiler Sound. Auch nochmal dicke Shoutouts an Kyrie und Frio für diesen abnormalen Beat. Und, Junge, ich bin einfach so, so, so happy, dass wir potenziell noch 7 bis 10 weitere Songs dieses Kalibers auf diesem Album haben. Also wirklich, crazy gut, Mann, crazy gut. Ich freue mich sehr darauf, reinzuhören bei den anderen Songs. Wie gesagt, ab heute jeden Tag um 12 Uhr. 12 Uhr, 1, 2, Doppelpunkt 00. Heute kam 12 Uhr noch ein anderes Video. Ich weiß, ab morgen quasi. Ab morgen 12 Uhr jeden Tag eine Elif. Endlich tut es wieder W-Reaction. Und ich hoffe, ihr seid am Start, ja? Boah, okay, ich habe mich ein bisschen in positive Rage geredet, aber ich hoffe, das ist okay für euch. Lasst mal unbedingt euer Feedback zum Song in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehend. Danke, wie immer und ciao.